Ich heiße Friederike Böttcher, ich bin 28 Jahre alt und wohne jetzt seit 2011, seit dem Frühjahr 2011 hier in Neustadt in der Lausitz, in der Spinnerei. Und wir sind aktuell noch Adrian, das ist mein Mann sozusagen. Wir haben jetzt zusammen eine kleine Tochter, die Helene, die jetzt 3,5 Wochen alt ist, und die Ursula, die mit ihrem Sohn Anton hier wohnt. Unser persönlicher Nachteil durch Nochten 2 liegt darin, dass wir zwar nicht abgebaggert werden und nicht zu den klassischen Randbetroffenen zählen, die an der Kante des Tagebaus wohnen, sondern wir sind sozusagen die erweiterten Randbetroffenen, die von der aktuellen Rechtslage her gar keine Handhabung haben. Wir sind betroffen, wenn der Tagebau Nochten 2 ausgekohlt wurde und das Restloch wieder gefüllt wird mit Wasser, weil nämlich der Restsee mehrere Meter höher liegt als unser Grundstück. Also wir liegen ungefähr 8 bis 10 Meter tiefer, und wenn der Restsee gefüllt ist, drückt das Wasser in unser Tal rein und flutet einfach unser Tal. Wir denken von unserer Einschätzung her, jetzt nach den Erfahrungen des letzten Jahres, dass es hier grob bei den Menschen drei Gruppierungen gibt. Es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die öffentlich auch in Erscheinung tritt und sich traut, ihre Meinung zu sagen, dazu zu stehen, nicht abgebaggert werden zu wollen, ihre Heimat zu verteidigen, dementsprechend auch das Bündnis zu unterstützen und die Veranstaltung des Bündnisses. Es gibt eine andere kleine Gruppe, die Vorteile davon hat, dass sie abgebaggert wird, weil sie eben zum Beispiel hohe Kredite am Laufen haben und durch die Entschädigungszahlen aus diesen Krediten herauskommen können. Wir schätzen, dass die Mehrheit der Leute, die große graue Masse, aber aus Leuten besteht, die nicht abgebaggert werden wollen, die an ihrer Heimat hängen, aber aus verschiedenen Gründen sich nicht trauen, das öffentlich zu sagen, weil sie Angst haben, Probleme durch ihren Arbeitgeber zu kriegen, weil sie bei Vattenfall angestellt sind oder bei Subfirmen, oder weil sie Angst haben, Ärger zu kriegen mit ihren Nachbarn, dort gemobbt zu werden. Da gibt es verschiedene Gründe. Wir haben hier Mobbing in verschiedenen Formen auftreten, also vor allem auf der zwischenmenschlichen Ebene, dass Leuten nahegelegt wird, auf bestimmten Veranstaltungen nicht mehr hinzukommen, oder dass sie nicht mehr eingeladen werden, oder dass sie schlichtweg nicht mehr gegrüßt werden auf der Straße demonstrativ, oder dass es eben auch teilweise über die Kinder ausgetragen wird. Das sind manchmal natürlich nur Vermutungen, aber das zeigt auch, wie sich dieses Klima hier entwickelt, das in bestimmte Handlungen hineininterpretiert wird. Das hat jetzt was mit dem Tagebau zu tun, dass zum Beispiel der Sohn von dem einen nicht mehr beim Fußballspiel aufgestellt wird, seitdem der Vater sich beim Bündnis engagiert hat. Ist die Frage, ob das dann daran liegt oder ob das andere Gründe hat. Es wird aber auch schnell hineininterpretiert. Oder dass es zu irgendwelchen Beschädigungen kommt, zum Beispiel, dass das große Bündnisplakat vom Aktionsbündnis, was am Ortsausgang Rhone steht, mehrfach beschädigt wurde. Schlussendlich jetzt beim dritten Mal wurde es komplett zerstört. Es steht jetzt sozusagen als mahnendes Beispiel noch da, mit Loch in der Mitte. Oder wie in unserem Fall, weil ich und auch der Adrian, wir die Pressesprecher des Bündnisses sind, dadurch mit unserem Gesicht und unserem Namen auch bekannt sind, unser Briefkasten mehrfach weggesprengt wurde, also dreimal in Folge. Solche Sachen, also solche Mobbingarten treten unter anderem auf.